Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Chefsache. Schalter in der Öffentlichkeit wird aktuell diskutiert, wann es mit dem Vereinssport weitergehen kann. Und wenn darüber diskutiert wird, wird natürlich auch über den Profisport gesprochen. Und wenn es um den geht, dann geht es vor allen Dingen erstmal um Geld, um ganz viel Geld. Es herrscht, ich will mal so sagen, grobes Unverständnis da draußen, wenn millionenschwere Spieler auf ihre Gehälter nach wie vor bestehen oder wenn milliardenschwere Clubs etwa von Insolvenz sprechen. Also Zeit für eine Einordnung und dazu habe ich jetzt in der Chefsache Schalte Karl-Christian Balm. Karl-Christian, du bist ja unter anderem stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von 1860 München, bist auch sehr aktiv bei der Segel-Bundesliga. Erstmal, ich grüße dich, lieber Karl-Christian. Hallo, freue mich auch, dass wir wieder zueinander kommen. Ich muss sagen, ich hatte kürzlich auch die Sendung mit Lanz gesehen. Da war ja auch der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der Hans-Joachim Watzke, drin. Und also stellenweise habe ich mich richtig aufgeregt, weil ich nicht so richtig nachvollziehen kann, was da jetzt eigentlich Sache ist. Karl-Christian, kann es denn überhaupt sein, dass in der Fußball-Bundesliga ein Club pleite gehen kann? Die haben doch richtig viel Geld eigentlich. Eine ganz wesentliche Komponente ist das TV-Geld, also die Übertragungsrechte. Daneben gibt es die Ticketing-Einnahmen, die aus dem Spielbetrieb direkt folgen, also alles, was rund um den Spielbetrieb im Stadion generiert wird. Dann gibt es als dritte Säule die Merchandising-Umsätze, die mit den Fanartikeln auch durchaus eine große Rolle bei den großen Vereinen spielen können. Auch die können ja derzeit nicht stattfinden, weil die Merchandising-Shops ja tatsächlich wie alle anderen Einzelhandelsläden geschlossen sind. Und die vierte Säule sind die Transfereinnahmen. Es steht ja tatsächlich jetzt zu erwarten, dieses Jahr, dass auch der Transfermarkt ziemlich zusammenbrechen wird, weil die Vereine sparen müssen und mutmaßlich stärker auf ablösefreie Spieler sich fokussieren werden, sodass auch diese Komponente der Einnahmen zumindest äußerst fraglich ist. Und die letzte Säule ist dann das Sponsoring. Also alles an Sponsorenbeträgen generiert. Und die laufen zwar grundsätzlich weiter, decken aber die Grundkosten der unternehmerischen Betätigung nicht ab. Wir haben gerade bei den Erstligisten zum Teil Geschäftsstellen mit mehreren hundert Mitarbeitern, die müssen ja auch bezahlt werden. Und davon gibt es natürlich eine Angestelltenklasse, nämlich die der Spieler, die besonders hohe Gehälter hat tatsächlich, die aber natürlich auch grundsätzlich zu bezahlen sind, während es gleichzeitig an Einnahmen durch das Produkt Fußball fehlt. Grobes Unverständnis gibt es da draußen, dass besagte Gehaltsklasse, also sprich die Profisportler selbst, in einer solchen Zeit auf ihr Gehalt bestehen, während andere da draußen in Kurzarbeit gehen müssen oder wahrscheinlich auch schon ihre Jobs los sind. Warum, ich will es mal so sagen, warum verzichtet denn nicht ein gut bezahlter Profisportler auf sein Gehalt, wenn er damit doch letztendlich seinen Verein retten kann, wenn der in eine wirtschaftliche Bedrulle gerät? Also ich möchte jetzt nicht zu kritisch klingen, aber ich glaube, nicht jeder Profisportler stellt diesen gedanklichen Transfer her. Der Profisport zeichnet sich durchaus durch ziemlich egoistisch, / egozentrische Strukturen aus. Und wir haben gerade in der Kaste der Fußballspieler ja auch Spieler, die von einem Beraterumfeld betreut werden, das durchaus individuelle Vorteile auch bewusst in den Vordergrund stellt. Die meisten Vereine haben versucht, mit ihren Spielern Vereinbarungen zu schließen über Gehaltsverzichte. Es gibt auch Vereine, die tatsächlich Kurzarbeit verhängt hatten, die ja auch naheliegend war, wenn dann tatsächlich die Tätigkeit, nämlich weder der Trainingsbetrieb noch der Spielbetrieb faktisch möglich ist. Aber ich weiß von einer Reihe von Vereinen, dass die Diskussionen mit den Spielern, den Mannschaftsräten und den Spielerberatern
doch jetzt nicht unbedingt durchgehend von Verständnis über die Situation des Vereines geprägt waren. Aber Kai-Christian, ich habe dich dann richtig verstanden. Also gehen wir mal davon aus, ein Profi-Fußballer, der wirklich ordentlich verdient, würde in Kurzarbeit gehen, würde das ergo bedeuten, dass sozusagen der Staat dann sein Gehalt quasi dann bezahlt? Ja, tatsächlich eben bis zu den Grenzen. Also es ist ja nicht so, dass Kurzarbeitergeld unendliche Beträge umfasst. Also wir rechnen ja nicht von den durchaus beachtlichen Monats- und Jahresgehältern runter, sondern der faktische Verzicht, den die Spieler im Fall der Kurzarbeit eingehen, ist im Regelfall deutlich höher, weshalb viele Vereine dann auch wiederum Aufstockungsbeiträge geleistet haben. Muss aus deiner Sicht das Fußballgeschehen wieder aufgenommen werden, weil es Sinn macht, zum Beispiel aus gesellschaftlicher Perspektive, oder muss es beispielsweise aufgenommen werden, weil es wirtschaftlich letztendlich, wie sagt man so schön, alternativlos ist? Die Ideen, die man hat für die eigentlichen Spieler, dürften auch die Spieler tatsächlich in eine gewisse Schutzsituation bringen. Das große Problem, und ich glaube, das ist nach meinem Verständnis auch seitens der DFL noch nicht abschließend geklärt, und da gibt es ja auch Diskussionen mit der Gewerkschaft der Polizei, sind zu erwartende Fangruppen, die sich vor dem Stadion sammeln und die dann tatsächlich, man hat es gesehen, bei einem Nachholspiel zwischen Köln und Gladbach, kurz vor Einstellung des Spielbetriebs, die dann tatsächlich wiederum eine neue Gefahr darstellen könnten. Dieser Punkt scheint mir noch nicht abschließend geklärt zu sein und scheint tatsächlich noch eine Relevanz zu haben. Gleichzeitig ist es für viele Vereine ganz wichtig, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, dass die Saison auch zu Ende gespielt wird. Da geht es auch nicht nur um wirtschaftliche Erwägungen, die hier eine ganz große Rolle spielen. Ich hatte ja schon über die Relevanz TV-Geld gesprochen. Ich hatte über viele Gegenleistungsaspekte aus Sponsorenverträgen schon gesprochen, die der Verein erfüllen möchte. Und er kann sie zum Teil nur erfüllen, wenn er tatsächlich auch spielt. Sondern es geht darüber hinaus auch um eine sportliche Gerechtigkeit. Wenn wir merken, und wir sind ja jetzt immer noch im Profifußball, wie wichtig eine Liga-Zugehörigkeit ist, von beispielsweise der Thematik Fernsehgeld, dann ist die Frage, bin ich Erstligist, bin ich Zweitligist oder bin ich Dritte Liga, Zweite Liga, ist von enormer Bedeutung. Und es würde die Wettbewerbe massiv verzerren, wenn man jetzt sagen würde, okay, die letzte Tabelle, die verfügbar ist, entscheidet sozusagen über den Verlauf der Saison. Das muss man sich auch vor Augen führen. Und der dritte Punkt, den du angesprochen hattest, ist die Frage der gesellschaftlichen Relevanz. Wir haben ja tatsächlich seit dem Römischen Reich so diese plakative Beschreibung, Brot und Spiele braucht das Gemeinwohl vor Augen. Und da ist natürlich durchaus was dran. Also ich glaube, der Sport hat schon das Potenzial, die Menschen auch in so einer fundamentalen Krise mit Zuversicht, mit Perspektive, mit Freude, mit Ablenkung, wie auch immer, also mit positiven Empfindungen und Emotionen zu versorgen. Und ich glaube auch, es gibt jede Menge Fußballfans, die die Situation jetzt leichter ertragen würden, wenn der Bundesligaspieltag stattfinden würde. Wenngleich auch da muss man ganz klar sagen, die Anspruchsgruppen nicht eine Meinung vertreten, sondern diverse Positionen artikulieren. So sind beispielsweise viele Ultragruppierungen ja gegen die Aufnahme des Spielbetriebs in Form von Geisterspielen. Und das ist wohl die einzige Möglichkeit, auch die einzige Möglichkeit, die ich sehe, weil sie eben sagen, der Fußball gehört ihnen. Und richtiger Fußball setzt voraus, dass Fans im Stadion sind. Das Thema, du hast es gerade angesprochen, Sport ist ja nicht nur eins, welches im Profisport stattfindet, sondern natürlich auch im Breitensport. Du selbst bist ja auch Vorsitzender vom Lindauer Segelclub. Also wie wird denn dort jetzt die ganze Situation betrachtet und wie geht es denn jetzt auch im Breitensport weiter?
Wir erleben ja jetzt gerade im Einzelhandel den auch zwischenzeitlich gerichtlichen Streit um die Beschränkung auf die 800 Quadratmeter. Und so ähnlich ist es im Sport auch. Da gibt es Sportarten, die können nahezu uneingeschränkt stattfinden. Andere, die eigentlich ähnlich wären, wie zum Beispiel Segeln versus Radrennfahren. Beides findet draußen an der freien Natur statt mit großen Abstandsregelungen, haben dann eine gewisse Restriktion. Aber ehrlicherweise, es ist am wichtigsten, dass wir hier gemeinsam durch die Krise kommen und dass wir jeder seinen individuellen Beitrag leistet, so wie wir es eben dann als Segler auch getan haben, dass eine gemeinsame Bereitschaft aller gefördert wird, indem man halt auch eine gewisse Solidarität in der Rücknahme eigener Interessen zeigt. Hältst du es denn für möglich, dass jetzt vielleicht auch besagter Profisport, über den wir uns vorhin unterhalten haben, auch wieder ein bisschen auf den Boden zurückkommt? Dass man sagt, Mensch, Leute, also das Spiel an sich, das steht im Vordergrund, natürlich auch der Wettbewerb, aber das kann doch bitte auch gehen, ohne diese Millionen oder Milliarden, die da über den Tisch gehen. Back to the roots sozusagen, war ja auch so ein bisschen vom Watzke zu hören. Also wenn Herr Watzke das sagt, glaube ich es ehrlich gesagt einen ganz kleinen Tick weniger, als wenn andere das sagen würden, weil für die ganz großen Vereine bedeutet es einfach was ganz anderes als für die kleinen Vereine. Und ich würde es mir durchaus wünschen, weil wir haben, das hat man ja auch kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie an dem Spiel Hoffenheim gegen Bayern München erleben können und den Schmähungen gegen den Investor Hopp. Wir haben schon ein Akzeptanzproblem in der Zwischenzeit im Profifußball und wir haben Meinungsbildung in Gruppen, die keinen gemeinsamen Konsens mehr finden. Und das scheint mir eine Gefahr für das Produktfußball zu sein. Und man wird aufeinander zugehen müssen. Ich finde es, wie gesagt, wünschenswert, dass der Dialog nicht so moderiert wird von oben herab, also von den großen Vereinen, sondern dass sich tatsächlich möglichst viele Vereine artikulieren. Und wir werden eins nicht ändern können. Wir werden den Top-Fußball, der sich abbildet in den Organisationen FIFA, UEFA, den jeweiligen Bewerben, also Champions League, Europa League und so weiter, den werden wir nicht ändern. Das ist ein gnadenloser Wettbewerb sportlich und wirtschaftlich und auf den sind die meisten großen Vereine wie der BVB und der FC Bayern München auch ausgerichtet. Und ehrlich gesagt interessiert die der nationale Ligabetrieb hauptsächlich deshalb, weil er die Qualifikationsstufe ist, um weiterführend an der Champions League teilzunehmen. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank. Christian. Vielen Dank und bis hoffentlich bald. Hoffentlich bis bald wieder. Grüße nach Lindau. Bis dann. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Ja, das war's wieder soweit. Liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Auch bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.